In diesem Video geht es um Speicherkarten für die Panasonic GH5. Viel Spaß! Seit Tag 1 benutze ich die Lexa 1000 Speicherkarten für die GH5. Ich hatte bis zum heutigen Tag keinen einzigen Ausfall. Im Internet liest man regelmäßig, dass die Lexa nicht so zuverlässig seien. Ich kann die Erfahrung nicht teilen. Sie sind auch schnell genug für 99,9% der Anwendungsfälle. Jetzt hatte ich aber vor circa 3 Wochen eine Veranstaltung, in der genau diese 0,1% aufgetreten sind. Folgendes war der Fall. Ich wollte in 4K All-Intra 422 10-Bit 25 Frames intern in der Backup-Aufnahme aufnehmen. Das bedeutet auf 2 Speicherkarten gleichzeitig. Da hat die Kamera verweigert. Die Kamera hat gesagt, es müssten 2 identische SD-Karten eingelegt werden, was der Fall war. 2x 128 GB, Lexa 1000-fach. Hat mich ein bisschen überrascht. Ansonsten in der einfachen Aufnahme funktioniert die Speicherkarte auch in diesem Format. Also habe ich mich etwas schlau gelesen, Bedienungsanleitungen aufgeschlagen und in der entsprechenden Rubrik nachgelesen, dass in der Backup-Aufnahme in 4K 422 10-Bit eben Speicherkarten benötigt werden, die mindestens V60 klassifiziert sind. Das bedeutet eine Mindestschreibrate von 60 MB pro Sekunde. Also gut, habe ich mir gedacht, ich brauche neue Speicherkarten. Also Internet angeschmissen und beim üblichen Hersteller rausgekommen, SanDisk Extreme. Da hat dann eine 64 GB Karte 85 Euro gekostet. Da ich 2 brauche, war mir das mit 170 Euro doch etwas zu teuer. Also nach Alternativen geschaut. Vielleicht gibt es ja von Lexa etwas. Da gibt es die 2000er. Preise habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Immer noch zu teuer. Also weitersuchen. Und dann kam mir diese 1667-Fach-Karte von Lexa entgegen. Gibt es auch in 64 GB, 128 GB, hat eine Leserate von 250 MB pro Sekunde und ist V60 klassifiziert, UHS-II. Das interessiert die Kamera eher weniger, aber schnell genug zum Schreiben. Also zweimal in die Kamera, siehe da, es funktioniert. Wenn man einfach mal die Bedienungsanleitung lesen würde, dann wüsste man das auch im Voraus. Ja, für mich diese Karte oder generell Lexa absolut empfehlenswert, kein einzigen Ausfall, die Karten funktionieren einwandfrei, ich kann damit in allen Modi der GH5 aufnehmen, jetzt, und preis-leistungsmäßig einfach tipptopp. 64 GB, 26,27 Euro, 128 GB liegt, meine ich, bei 56 Euro, einfach umschlagbar gegenüber der SanDisk Extreme. Wie bei der Lexa die Raten, was Leseraten angeht, genau sind, habe ich selbst nicht überprüft, aber ich verlinke euch mal ein Video von Patrick Ludolf, der hat genau denselben Anwendungsfall gehabt und hat das mal überprüft und auch die Zeiten aufgeschrieben. Für mich macht es nicht so viel Unterschied, ob jetzt ein Kopiervorgang länger oder kürzer braucht. Ich lasse meinen Rechner sowieso dann arbeiten, wenn irgendwas kopiert wird, und ich mache nebenher irgendwas anderes, von daher. Also, GH5, alle Modi, Lexa 1667 für schlappe 26 Euro, da kann man echt nicht meckern, meine Empfehlung. Ein sehr kurzes Video von mir. Ich wünsche euch alles Gute, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, ahoi und ciao.